Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video, liebe Freunde. Ich befinde mich gerade hier auf dem Play Legend Netzwerk, wo ja gerade ein Testlauf stattfindet, der noch bis heute 18 Uhr läuft, wenn das Video heute kommt. Und ich habe mich jetzt gerade in Skyzone gequeued. Ich werde mich direkt am Anfang töten, weil ich werde das Ganze ein bisschen casten und werde euch mal so ein bisschen den Modus zeigen. Es ist jetzt gerade 12 Uhr. 81 Leute sind gerade auf dem Netzwerk, ist ein bisschen ruhiger, ist aber auch gar nicht so schlimm. Dann können wir nämlich ein bisschen entspannt mal Skyzone anschauen und ich kann noch ein bisschen den Modus mal erklären und sagen, was es da so alles gibt und was man machen kann und was wahrscheinlich noch kommen wird. Also, ist ein Battle Royale, man startet am Anfang im Bus, ne, kennt man ja vielleicht aus Fortnite oder so, ne, so ein bisschen angelehnt an das Ganze ist das und dann springt man raus und fliegt mit einer Elytra hier auf einer Riesenkarte. Da springt man auf jeden Fall hier zu irgendeiner Location, ne? Hier haben wir zum Beispiel jetzt einen Spieler. Und zwar den... Ich kann seinen Namen nicht mal lesen gerade hier. Sam. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Sam. Der ist jetzt hier gerade an der Bohrinsel gelandet. Und hier gibt es jetzt random irgendwo Kisten mit Loot drin. Ja, also klassisches Battle Royale. Man landet irgendwo, sammelt Loot und Ziel ist halt natürlich die anderen Spieler alle rauszuhauen und als letzter übrig zu bleiben. Es gibt aber hier noch so kleinere Quests, sage ich jetzt mal. Die kennt man zum Beispiel auch schon aus Battle Royales wie Warzone oder ich glaube sogar Fortnite hat das mittlerweile auch drin. Und zwar, das hier ist eine Kopfgeldquest. Das heißt, ihr kriegt einen Spieler angezeigt, den sollt ihr töten. Und dann kriegt ihr Credits. Und mit den Credits könnt ihr in den Buy Station, ich zeige euch mal so eine hier, bei dem Händler Items kaufen. Der hat verschiedene Sachen im Angebot. Es gibt einmal die Kit Station. Da könnt ihr euch dann die Kits, die ihr euch freigespielt habt, könnt ihr euch dann quasi holen und dann habt ihr wie so eine Art Fähigkeit auch noch in der Runde. Man kann aber auch ähnlich wie man das aus Get Down kennt, zum Beispiel Enchanten für Credits. Das heißt, ihr könnt euch hier Level holen und könnt dann hier Verzauberungen machen. Es gibt aber auch einen Amboss, wo ihr Items zusammen craften könnt. Es wird noch eine Drohne reinkommen, die ist noch geplant. Ja, das haben wir rausgenommen, die Ressourcenseite, weil die wird eher für das Villager-Kit reinkommen. Dann kann man beim Händler nämlich auch Ressourcen kaufen, das soll noch möglich sein. Und ja, großes Ziel der ganzen Sache ist natürlich, am Ende als letzter Spieler siegreich aus der Runde hervorzugehen. Ja, hier sind wir jetzt gerade beim Chrisleax. Der ist hier in der Mitte gelandet, in der Stadt. Da gibt es auch so mit den besten Loot. Es gibt unterschiedliche Kisten. Wenn ihr die öffnet, haben die immer einen Partikeleffekt. Es gibt einmal einen grünen Partikeleffekt. Das sind dann Tier 1 Kisten, das sind die schlechtesten. Es gibt Tier 2 Kisten, die haben einen blauen Partikeleffekt. Und dann gibt es die Tier 3 Kisten, das sind fast die besten Kisten. Die haben einen lilanen. Und dann gibt es nochmal den Beuteauftrag. Da seht ihr so ein Papier in der Luft fliegen. Und wenn ihr den annehmt, müsst ihr 3 Kisten hintereinander looten, die euch angezeigt werden. Da könnt ihr oben in der Mitte den Kompass für benutzen. Da habt ihr dann so Karos. Beim Beuteauftrag ist es ein gelbes, beim Kopfgeld ein roter. Und beim Aufklärungsauftrag, da müsst ihr Daten an einem Beacon hochladen. Da kommt ein blauer, da kriegt ihr dann Credits. Und da wird noch ein Effekt kommen, dass alle Spieler in einem gewissen Umkreis einen Glow-Effekt kriegen, sodass ihr die sehen könnt. Und wenn ihr alle 3 Kisten bei dem Beuteauftrag hintereinander gelootet habt, dann gibt es eine 4. Special-Kiste und die ist eine Tier-4-Kiste. Die hat den besten Loot im Game, ja? Lohnt sich auf jeden Fall. Und diese Aufträge kann man halt machen, um auch Credits zu bekommen, ne? Deswegen mein Tipp an der Stelle, spielt definitiv mit dem Händler. Der kann euch sehr, sehr strong machen durch die Verzauberung und noch die Kits mit den Fähigkeiten. Der Modus ist auch noch nicht zu 100% fertig. Wir haben auch noch ein paar kleinere Sachen, die wir ausbessern müssen. Im Moment ist es noch, dass auf der Map die Bilder und so abfliegen und Köpfe teilweise. Das hat aber mit dem Map-Loading-System von uns zu tun. Da müssen wir noch ein bisschen was ausbessern. Und ansonsten noch die fehlenden Items reinbringen. Ihr könnt die Kits aufleveln, wenn ihr sie spielt. Das heißt also, wenn ihr mit einem Kit spielt, sammelt ihr XP. Und der ganze Clou bei der Sache ist, wenn ein Spieler einen Kit hat und ihr besiegt den, dann könnt ihr sein Kit aufsammeln, selbst wenn ihr das selbst noch nicht freigeschalten habt und könnt damit den Rest der Runde fertig spielen. Ist auch eine ziemlich coole Sache auf jeden Fall. Und so eine volle Runde, die geht auch schon ordentlich ab in Skyzone. Ihr könnt natürlich gerne mal den Modus spielen und ausprobieren und mir auch gerne Feedback in den Kommentaren geben, wie ihr den Modus findet. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen, was man verbessern könnte, ja. Und natürlich gibt es auch eine Zone, ne? Die seht ihr dann auch im Scoreboard rechts an der Seite oder auch hier oben seht ihr jetzt gerade die Bossbar, die rote, ne? Die Zone ist jetzt gerade am Schrumpfen. Wenn die Bossbar zum Beispiel rot ist, bedeutet das, die Zone ist am Schrumpfen. Und wenn die Bossbar blau ist, dann bedeutet das, die Zone ist quasi am Stehen.
Und ganz am Ende gibt es auch noch eine grüne Bossbar, da bewegt sich die gesamte Zone. Und dieses blaue Zeichen, was ihr oben in der Bossbar drin habt, das zeigt euch an, wo die Mitte der Zone ist, wenn ihr dorthin geht. Das heißt also, wenn ihr da hingeht, dann seid ihr auch safe. Ich hoffe, man konnte es vielleicht ein bisschen sehen, trotz dass jetzt hier oben die Werbeanzeige ist. Aber ansonsten könnt ihr ja selbst in den Modus gehen und euch das Ganze mal anschauen. Und es sind jetzt auch noch ein paar Leute in der Runde drinne. Sogar Blackwolf ist mit dabei. Gucken wir mal aus seiner Perspektive. Gestern waren echt ziemlich heftige Schwitzer drinne in Skyzone. Also es gibt schon einige Leute, die echt verdammt gut in dem Modus sind. Und es gibt auch extrem viele verschiedene Loot-Spots. Leute haben da schon so mittlerweile so ein bisschen so ihre Lieblings-Loot-Spots. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Videos zum Server kommen, wo die Leute sagen, ey, das ist der beste Loot-Spot, da solltet ihr hinfliegen und die Route ablaufen oder so. Da kann wahrscheinlich auch das ein oder andere Video bestimmt kommen in Zukunft. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. So, und da haben wir jetzt auch direkt einen Fight-Lex-Play. Oh, Lex, ey. Lex, du hast auch gar keine Chance, so wie ich. Einfach so, wie ich gegen ihn verkackt. Aber immerhin bist du sehr weit gekommen. Lasst euch natürlich nicht entmutigen, Leute, auch wenn ihr nicht den ersten Platz erreicht. Auch in Skyzone gibt es wieder ein Prestige-Level-System, worüber ihr euch dann nach und nach beim Händler zum Beispiel neue Kits freischaltet, die ihr euch dann holen könnt. Und selbst wenn ihr als Platz 20 rausgeht aus der Runde, kriegt ihr schon ordentlich XP. Also wirklich richtig gut. Ich habe zum Beispiel 2 Kills mal in einer Runde gemacht, ne? Man muss jetzt halt sagen, jetzt aktuell sind die Runden auch noch teilweise so versweated, weil die Leute spielen halt nicht sehr viel. Einfach wegen, es gibt keine Statistiken, die sich speichern und so, ne? Das wird zum Release her, zum Release hin natürlich auch nochmal deutlich mehr werden an Spielern wahrscheinlich, ne? Weil dann gibt es ja auch Sachen, die man sich erspielen kann. Im Moment sind die Tests halt wirklich nur darauf aus, dass wir die Game-Modes testen. Man kann sich nichts erspielen oder behält irgendwas. Da gibt's nichts. Und da hat er auch schon 2 Leute wieder rausgehauen hier. Jetzt wird erstmal der Loot fleißig gesammelt. Der Rest wird verbrannt. 7 Leute sind noch drinne. Die Zone ist noch immer am Schrumpfen. Gleich ist aber erstmal wieder Stopp. Wir können mal gucken, ob wir mal die Zone sehen schon. Ja, da kommt sie auch schon, ne? Also ihr seht, die sieht man auch sehr gut. Bis jetzt war die Zone, glaube ich, für die meisten Leute weniger ein Problem. Ich glaube, einige hatten am Anfang so ein bisschen Bedenken, dass man das nicht so gut sieht. Oh, ich glaube, er hat sich jetzt auch einen Kit geholt. Ja, er hat das Enderman-Kit. Erkennt man daran, dass er jetzt einen Enderkopf hat. Also ihr seht quasi, ne, man sieht jetzt als gegnerischer Spieler ihn dann mit dem Enderkopf, obwohl er hier einen Helm anhat, damit man dann einfach weiß, was er jetzt für einen Kit hat. Deine Enderperle ist weg. Hast du die weggeworfen? Normalerweise darf man die nicht verlieren. Am besten Bug-Report direkt schreiben nach der Runde. Ganz wichtig. Also wenn ihr Bugs findet auch nochmal. Glaubt, mein Inventar war voll. Okay, der Case hätte eigentlich bedacht werden müssen. Da müssen wir mal schauen. Einfach mal deswegen einen Bug-Report schreiben. Also auch wenn ihr auf dem Server spielt und noch solche Bugs findet, dann einfach hier über den blauen Schriftzug, ne, da steht es auch, Bugs können über ein Formular gemeldet werden. Klicke hier, um das Formular zu öffnen, klickt da einfach drauf. Dann kommt ihr auf unsere Internetseite, da ist ein Formular und da tragt ihr dann alles wegen dem Bug ein. Ne? Und dann gucken wir, dass wir uns drum kümmern, um den so schnell wie möglich zu beheben. Wir haben ja schon sehr viele Bugs behoben und sehr viel Feedback eingebracht von euch. Auch nochmal dickes Dankeschön an der Stelle an jeden Einzelnen, der sich die Zeit nimmt, da auch teilweise so langes und ausführliches Feedback mit Verbesserungsvorschlägen zu schreiben. Das hilft natürlich, dass wir auch den Server vor Release so gut wie nur möglich umgesetzt bekommen. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ah, okay, hat sich nochmal Goldäpfel geholt. Aber verzaubern tun die Leute nicht so viel, ne? Ist das von den Preisen her vielleicht zu teuer? Ich habe die halt eher erstmal was höher gemacht, weil ich nicht wollte, dass jemand zu overpowered ist und da durch die Runde läuft und dann komplett eskaliert. Aber vielleicht nutzen das die Leute auch noch nicht so viel, ne? Okay, er verzaubert jetzt auf jeden Fall. Oh, da war eine Chest in der Mülltonne. Aber jetzt wird hier erstmal der nächste auseinandergepflückt. Zack. Und vorbei. 5 Leute sind noch drin. Die Zone wird immer kleiner jetzt. Wir können mal gucken, wo die alle so rumlaufen. Okay, er ist hier. Er ist hier hinten am Flughafen. Hier wird jetzt auch ein bisschen was gekauft. Hat Iron Stuff.
hatte eine T4-Chest. Okay, nice. Und hat das gut funktioniert mit dem Auftrag? Tunt an Shamoon. Findest du, man hat das gut erkannt, alles und so? Das ist ein Aufklärungsauftrag. Das Fernglas. Da seht ihr das auch mal, ne? Da läuft man dann durch und dann würde er jetzt gleich oben markiert bekommen, wo quasi die Station ist, wo er die Daten hochladen muss. Und wenn er das fertig hat, kriegt er Credits und die Spieler in einem gewissen Umkreis werden angezeigt. Ach, du hattest Protection 4 Enchantment, okay? Und war es vom Preis her in Ordnung, Tutanchamun, mit den Verzauberungen und so, die Credits, wie man die kriegt? Okay, hier kommt jetzt auf jeden Fall auch ein Fight. Also er ist... Oh, er hat mit der Axt einkassiert. Oh, shit. Der Preis ist gut, hab einfach keine guten bekommen. Okay, alles klar. Sehr gut. Das freut mich ja schon mal zu hören. War in Ordnung, weil Level 30 Enchantments sind schon echt strong, ja. Ja gut, da soll ja auch jemand belohnt werden, ne? Wenn der jetzt hingeht und dann da richtig viel riskiert durch viele Kämpfe und so. Man muss dazu sagen, jetzt gerade sind die Runden noch was ruhiger. Es könnte sein, dass vielleicht gleich auch noch ein bisschen verschwitztere Leute dazukommen. Ja, wie gesagt, Lex, ich würde das gar nicht so negativ sehen. Selbst wenn du als, sagen wir mal, bei 100 Spielern als Platz 20 aus der Runde rausgehst, was ja auch alleine schon einen Anreiz zum Spaß liefert, ist ja, dass du dir die Kids freispielst und auflevelst. Dadurch wirst du ja auch immer stärker. Und vor allen Dingen hast du doch auch, sag ich mal, einen hohen, ich sag mal, einen hohen, ich will jetzt nicht sagen Sieg, aber eine Runde ist ja auch für mich persönlich nicht eine verlorene Runde unbedingt, wenn du viele Kills geholt hast, ne? Ist die Zone immer gleich? Nein, das ist komplett random. Eieieiei, jetzt kommt der finale Fight. Malte versus Black Wolf. Und ich glaube, es lief für Malte nicht sonderlich gut. GG. Dickes GG. Das war auf jeden Fall eine krasse Runde. Sag ich jetzt mal vorsichtig. Ja, Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Modus findet. Könnt ihn gerne natürlich ausprobieren. beta.playlegend.net ist die IP vom Netzwerk, wenn ihr selbst mal ein bisschen spielen und testen wollt. Ne? Nutzt es noch aus. Heute ist noch bis 18 Uhr der Server am Start. Und das nächste Mal wird dann ein Test Ende Januar sein. Da wird es auf jeden Fall dann auch nochmal richtig zur Sache gehen. Je nachdem, würde es sogar eventuell, das will ich jetzt nicht versprechen, Border Battle im nächsten Test geben. Ist ein Modus, wo sich sehr, sehr viele Leute drauf freuen und schon ziemlich gehypt drauf sind. Den werden wir jetzt je nachdem versuchen, bis zum nächsten Test so weit zu bekommen, dass der dann endlich in quasi die Testphase gehen kann. Und ja, damit wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.